Meister! Meister! Nork, was ist denn nun schon wieder? Meister, ich möchte eine Geschichte hören. Bitte! Eine schöne Geschichte. Nork, mein Leben. Geprägt von Hass und Leid. Ich kenne keine schöne Geschichte. Und das solltest du doch wissen. Aber Meister, Meister, eure Geschichte ist schön. Erzählt mir eure Geschichte. Bitte. Nun gut, Nark. Hole mir mein Tagebuch. Und ich will dir meine Geschichte erzählen. Aber ich muss dich warnen. Schön ist sie bei Leitem nicht. Ja, Meisters Tagebuch! Meisters Tagebuch! Ah, mein Tagebuch. Wie staubig es doch über die Jahre geworden ist. Beginnen wir kurz vor der Gründung Grabesfluches. Beginnen wir mit meinem Tod. Nun, ich war geboren als Sohn des Königs Richard Drake und seiner Frau Sigrid Drake. Da mein fünfjähriger älterer Bruder Edward Drake mir nicht die Thronfolge gönnte, ließ er mich von einer Hexe verfluchen. Gleichzeitig vergiftete er mein letztes Mal. Was er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste, dass die Hexe es gut mit mir meinte. Mehr als gut. Es war ein Fluch. Das ist wahr. Allerdings war es der Fluch des Untodes. Mit mir wurden ein paar meiner treuesten Männer begraben. Weit weg von der königlichen Residenzstadt. In einem Grab, deren Eiseskälte mir auch heute in den Fingern steht. Ein alten Wikingergrab. Einem Grab der Frostlinge. Ein hartes Volk. Ein kämpferisches Volk. Und so gründete ich auf diesem Grab eine Stadt. Grabesfluch. Die Stadt der Untoten. Und von dort aus sollte mein Rachefeldzug starten. Dem Feldzug gegen Edward Drake, meinem Mörder und meinem Bruder. Allerdings sind 30 Jahre bereits verstrichen. 30 Jahre, die ich mich mit Nekromantie, der Gründung einer Stadt, auseinandergesetzt hatte. Während mein Bruder sich, nun, in seinem Wohlwollen sonnte. 30 Jahre. Freie Städte sind gekommen und gefallen. Die Elfen und Zwerge waren hier. Und mein Bruder? Nun, den musste ich erstmal finden. Ihn und die Residenzstadt der Menschen. Aber ich würde mich durch nichts aufhalten lassen. In Grabesfluch gab es einige Annehmlichkeiten bisher. Ich sammelte meine Armeen zusammen und war bereit, gegen meinen Bruder zu ziehen. Borkur, einer meiner frühen treuesten Verbündeten, schloss ich mir an. Auch er ist den Machenschaften meines Bruders zum Opfer gefallen. Das sollte uns nicht aufhalten. Niemand würde uns aufhalten. Wir zogen los, um das Land zu erkunden und meinen Bruder zu finden. Wir würden wahrscheinlich auf die Elfen und Zwergen treffen, aber die sollten uns erstmal nicht stören. Meister, Meister, wollt
ihr nicht noch erzählen, wo ihr mich getroffen habt? Mark. Natürlich ist dies auch ein Teil deiner Geschichte. Nun. Ich traf dich. Na, Grabesfluch. Beim Ausritt in den Wald. Und falls ich schon dachte, mein Gesicht wäre vermaledeit. Du warst doch nicht im Vergleich zu den deinigen. Ja, Meister. Nag war eine Mischung aus einem Walk. Und, naja. Eine Art Ziege. Ein schreckliches, magisches Experiment musst du ihm gestellt haben. Nag bot sich an. Als Diener. Als Hilfskraft. Er besaß sogar ein paar taktische Schachzüge. Mit denen war es mir möglich, mich bei der ein oder anderen Schlacht zurückzulehnen und Nag die Führung übernehmen zu lassen. Ja, Meister, ich nicht doof. Das ist wohl wahr, Nag. Osten trafen wir alsbald auf die Stadt Frostgate. Eine Stadt der Frostlinge. Der lebenden Frostlinge. Wie viel schnell. Sehr schnell. Ich entschied mich, eine weitere Ghoulstadt zu gründen, um mein Reich auszubauen. Es sollte zum Kampf kommen. Geister. Geister der Frostlinge. Marschierten auf mich zu.
Ihre verlorenen Seelen hatten keinen großen Kampfeswillen. Ich hielt Frostgate. Und hier traf ich also auf Edward. Nun, Bruder, du bist alt geworden. Allerdings wäre der Sturm auf eine Stadt zu schnell. Zu voreilig. Ich würde erstmal meine Armeen sammeln. Frostgate indes fiel meiner mediumatischen Aura zum Opfer.
Schon wieder Plünderer in Frostgate. Wo kommen die her? Mit den Kämpfen kam die Erfahrung. Und mit der Erfahrung kamen die Siege. Viele Siege. Meine Städte blühten und gedeihten. Meine Forschung schritt voran. Ein fremdes Reich. Tja. Mein Reich. Frostgate hält.
Edward hatte sein Gebiet ganz schön ausgebaut. Es war Zeit, Einheiten auszuheben. Mächtige Einheiten. Nun, wie mir scheint, habe ich die Hauptstadt gefunden. Almeral. Meine Geburtsstätte. Das war zu einfach, Edward. Wo treibst du dich herum? War mein Angriff vorausahnend? Es wird Zeit, meiner Heimatstadt, meinem Volk zuzuführen. Meister, habt ihr jetzt nicht gewonnen? Nein, Nark, noch lange nicht. Ich hatte meine Heimat wieder, die ich nun mir unterjochte. Doch war Edward noch immer auf freiem Fuß. Wir werden ihn suchen. Wir werden ihn finden. Und dann wird er meinen Fluch am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Ulmer, im Westen von mir fiel. Eine weitere Stadt für den Tod.
mehr Tote für mich. Die Eroberung Almera brachte mich auch den königlichen Rittern. Die Kavallerie wird sich als nützlich erweisen. Feuriger Köcher. Gar nicht mal schlecht.
ein leichter Rückfall. So fürchte ich. Ein hinterältiger Angriff auf meine Planker. Aber dies ist kein Problem. Keine Gnade. Tiere. Ein kleines Geschenk für euer Wohlwollen, werte Schönheit. Pinguine, die meine Stadt überfallen. Sicherlich wieder einer von Edwards fiesen Tricks. Scheint wohl, als wäre Bidos Edwards neue Unterkunft.
Anscheinend, als hätten wir Frostgates Problem gefunden. Und es sieht auch so aus, als hätten wir Edward gefunden. Wie mir scheint, ist Edward entkommen. Wahrscheinlich nach Bagak Jun. Diese Stadt hat mir schon einmal Probleme bereitet. Tyria. Nun, Bruder, stehst du vor mir. Auf Knien bist du gefallen. Die Angst in deinem Gesicht. Doch dein Gesicht wird bald nicht mehr so schön sein, wie es einst war. Als Ghoul wirst du mir dienen. Und so endete die Geschichte von Edward. Doch die meine führte sich noch lange fort. Die östlichen Ländereien sind wieder mein. Wenngleich auch nicht mehr in menschlicher Hand, sondern in meiner Hand. Nark. Heute soll es das gewesen sein. Meister? Ja. Wann geht das weiter mit eurer Geschichte? Nun, Nark, wir werden sehen.